Moinsen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Herzlich willkommen zu meinem ersten Versuch, ein Tutorial zu machen. Run 8 steht auf dem Plan. Wer mich kennt, weiß, dass ich das Game jetzt seit ein paar Tagen besitze. Nennen wir es jetzt einfach mal spontan so. Und dieses Spiel ist an sich sehr detailliert und kleinkariert. Man muss sich hier sehr viel belesen. Findet kaum Infos auf Deutsch, deswegen ist mein heutiger Anspruch, euch zu versuchen, Run 8 auf Deutsch zu erklären. Das Ganze ist aber gar nicht so einfach. Wir werden uns heute mit dem Thema der lokalen Güterzüge befassen, sprich, wir starten einen kleinen Run. Den haben wir jetzt so ein bisschen eingestaucht. Ich werde euch das erklären, was es jetzt mit dem Einstauchen auf sich hat. Als erstes, wir sind auf der A-Line, auf der CSX A-Line, das ist ein DLC unterwegs. Das, was ich euch zeige, funktioniert aber auch genauso gut im normalen Spiel auf Barstow, Yermo. Und ja, dann hoffe ich, dass nicht allzu viele Fragen übrig bleiben. Wir befinden uns jetzt hier irgendwo in Run 8 auf der A-Line. Und zwar, wenn wir das genau nehmen mit F3, können wir in unsere Übersicht gucken. Wir sind hier oben in Yukon. Warum wir dort sind, das ist relativ simpel, weil wir heute eine kleine lokale Dienstleistung fahren, die wir aber gewaltig abspecken. Was brauchen wir denn, um so einen Lokalzug zu fahren? Im Endeffekt brauchen wir zum Anfang erstmal Grundinformationen über die Züge, die fahren. Und da tut sich hier eine Webseite. Warum habe ich eigentlich dieses Suchding hier offen? Also nicht wundern, das Ding ist ungeschnitten und einfach frei aus dem Bauch raus. Eine Community-Webseite von Depot. Das ist eine Run8-Community, englischsprachig, die auf ihrer Webseite extrem viele Infos bereithält. Man muss sich dazu auch gar nicht einloggen. Ich könnte es. Das Problem ist einfach, dann sieht man hier Serverdaten, die man halt öffentlich nicht teilen darf. Deswegen einmal im ausgelockten Zustand. Dafür gehen wir als erstes. Ich habe hier drüben schon ein paar Webseiten offen, weil ich das vorrecherchiert habe, ob das auch funktioniert, was ich euch zeigen möchte. Gehen wir hier auf den Reference-Bereich und brauchen Destination Tags. Dann können wir unsere Region auswählen. Southern Carolina, California, nicht Carolina, ich bin auch doof, ist einmal das Standardspiel. Wir gehen immer auf die A-Line. Warum? Mir gefällt das da einfach schlichtweg besser. Dann haben wir jetzt hier ein wirres Häufchen von Zahlen, das ignorieren wir und gehen hier einfach nach unten zur Customer Industry Tags und sortieren das Ganze bei Local. Warum sortieren wir das? Weil dann die ganzen Zugnummern zusammengefasst sind. Wenn wir das nicht haben, sehen wir, dass es hier so ein wüstes Durcheinander und wenn man sich hier was raussuchen möchte für einen Abend, dann ist das so etwas einfacher. Und dann können wir hier einmal eine Runde schauen, was man hier so alles sieht. Interessant zum Ausliefern von Fracht sind Aufträge wie die, wo ein Bildchen daneben ist. Da sehen wir zum Beispiel, ne, zur Georgia Pacific Rum Springs müssen irgendwelche Frachten geliefert werden, die halt zu diesem lokalen Zug, zu dem Local A720 gehören. Die starten in Manchester. Das ist der Grundbahnhof, wo man loslegt. Ist aber dann auf der Karte Fitzgerald Page 1. Den werden wir aber nicht fahren. Warum? Weil das natürlich besagt, wir brauchen das Fitzgerald DLC. Das habe ich jetzt hier gerade nicht geladen. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter und suchen uns irgendwas raus. Beziehungsweise ich habe das vorher schon eine kleine Runde. Und zwar hier Zeile 46, 47. Wir werden den gesamten Zug davon nicht mitnehmen, sondern eben nur die beiden, die man hier sieht. Da gehören nämlich noch ein bisschen mehr dazu. Und zwar müssten wir die 84L, also 84 Lamban, die American Soulite anliefern, die vom Bahnhof Moncrief aus bedient werden. Und das ist der Zug A753, findet man auf der A-Line-Page 5, Milepost 655.2. Der Milepost ist der Streckenkilometer, wo ungefähr die Abfahrt ist. Durchaus wichtig zu wissen. Wenn man sich hier Züge raussucht, sollte man vielleicht darauf achten, dass hinten ein Milepost steht. Gerade bei der A-Line kommt es vor, dass man das sehr viel nicht hat. Man kann sich aktuell die Mühe sparen, diese Industrien zu suchen. Ihr werdet sie nicht finden, weil sie auf der Karte nicht verzeichnet sind. Wenn wir jetzt einfach, oh, jetzt haben wir hier dasselbe offen, aber das ist egal. Gehen wir auf Maps und dann sind wir in der Southeast-Region auf der A-Line-Route und dann kann man hier durch den Klick drauf diese Karte öffnen. Und wir haben halt gelernt, auf der A-Line-Page 5, da sind wir jetzt gerade.
müssen wir die Firma AMS anliefern und die 84L. Also die AMS, die seht ihr hier schon, man kann hier leider nichts markieren. Sprich 84 Lumber ist diese Industrie. Die American Solid ist diese Industrie. Da liegen dann ein paar Meilen dazwischen, sprich wir haben heute so 2-3 Meter Fahrzeit. Wir stehen hier in Yukon. Warum stehe ich nicht in Moncrief? Dazu müssten wir uns auf dieser Karte gewaltig hin und her scrollen und das Video würde sich zeitlich durch diese ewige Anfahrt sprengen. Deswegen starten wir einfach in Yukon. Ist völlig gejuckt wie gesprungen, von wo wir das machen, weil das Prinzip ist immer dasselbe, ob man am Originalbahnhof startet oder nicht. Dann gehen wir hier auf unsere Industrie zurück, ne, drücken einmal auf die Zugnummer A753. Sollte man sich vielleicht aufschreiben, wenn man so vergesslich ist wie ich. Und hier würde man die komplette Leistung des Zuges sehen. Da sind dann noch ein Haufen Firmen mit bei, die wir aber heute auslassen. Wir beschränken uns auf die beiden. Und dann können wir hier drauf drücken, was sehr, sehr wichtig ist. Hier sehen wir ungefähr, wo wir hin müssen. Wohlgemerkt, diese Bilder sind etwas älter, die Karten sind geupdatet, das sorgt für Verwirrung, hat es in der Vorbereitung des Videos auch getan. Weil ich habe eigentlich so eine feste Route, die ich hier eigentlich täglich fahre, die aber jetzt den Rahmen sprengen würde, deswegen habe ich was Neues rausgesucht. Und hier sieht man dann auch, welche Wagen. Bei der A-Line hat man den Vorteil, es steht sehr oft dabei, welche Wagen man denn da braucht, in welchem Zustand. Four-loaded center beams, das sind so Flachbettwagen, die beladen sein müssen. Und dann schauen wir, was wir bei der Solite brauchen. 5, also 5 empty Boxcars in Max, also maximal 5 leere Boxcars. Das heißt, wir schreiben uns das jetzt auch einmal auf. Sollte man sich merken, ne, viermal diese Center Beams. Und dann haben wir gesagt, 5 leere Boxcars. Warum sollte man sich das aufschreiben? Ihr vergesst es, glaubt mir. Aber solltet, ich weiß es gar nicht, sowas zum Beispiel haben, ja, da könnt ihr jetzt raten, welche Wagen das sind. Da gibt es einen relativ simplen Weg. Dann gehen wir mal ins Spiel, machen das hier zu und drücken Steuerung I. Da geht eure Industry Configuration auf. Ist zu empfehlen, sich mit dem Thema zu befassen. Gibt es bei Run8 auch einen Guide dazu? Man kann sich aber zum Beispiel auch vom Depot einfach die Config nehmen, dann sind hier sämtliche Industrien easy eingestellt und man hat da weniger Sorgen, weil dann funktioniert das auch um einiges besser. Jetzt schauen wir einfach 84 Lumber, deswegen habe ich auch diese Route auch ausgesucht, weil das alles relativ nah beieinander ist. Können wir nachschauen. Das Local Freight Symbol ist durchaus nicht uninteressant. Y323. Aber ich glaube, es war 84L, mit was wir laut Liste das machen müssen. Wir nehmen das jetzt einfach aus dieser Liste hier, weil das eben die Vanilla-Einstellungen sind. Und hier können wir jetzt gucken, welche Wagen da hinpassen. Boxcars würden hinpassen, zwei Stück. Oder eben Centerbeam Flat Car. Hier ist auch eine wichtige Information, die ihr braucht. Der braucht 20 Stunden, bis dieser Wagen fertig ist. Also wir stellen den da beladen für 20 Stunden rein und können ihn wieder abholen. Und danach könnte der dann zu einem von diesen Punkten gehen. Welche das sind, das muss man recherchieren. Das sprengt jetzt gerade den Rahmen. Und hier wird er dann entladen. Wenn wir jetzt zum American Solid runtergehen, dann können wir auch scrollen. Hier sind dann Open Hopper von Interesse. Da passen 8 Stücke rein. Brauchen auch 20 Stunden. Wir übernehmen jetzt einfach die Informationen vom Depot. Dann wird es interessant. Wir müssen uns einen Zug basteln. Dazu gehen wir in das Trainmaker, also dieses TMU, und basteln uns dort einen Zug zusammen, der genau das macht, was wir haben wollen. Jetzt habe ich mir noch nicht die Industry Tech rausgeschrieben für die Boxcars. Das ist aber nicht so schlimm. Und dann gucken wir parallel auf die Karte. Wir bedienen als erstes die Lumber und danach die Solite. Das heißt, wir werden hinten die Lumber-Wagen und vorne hinter der Lok quasi die Solite-Wagen haben. Das sollte man dann berücksichtigen.
Wir nehmen hier einfach zwei Lokomotiven, das reicht vollkommen aus. Normalerweise könnte man jetzt hier auch eine Berechnung anstellen, um die Horsepower per Tons beladenen und unbeladenen Zustand zu ermitteln. Solange wir nicht unter 2 rutschen, ist alles gut. Wir werden es nicht. Es wird sich irgendwo so bei 10, 12, 13, 15 PS pro Zugtonne bewegen. Sollte also demnach ausreichen. Zumal die Wagen bis auf 4 nicht beladen sind, haben wir da gewichtstechnisch und brechenden Kupplung keine Probleme. Dann haben wir gesagt, jetzt habe ich es nämlich wieder vergessen. Brauchen wir die 484er Wagen und die AMS brauchen wir 5. So, deswegen immer mitschreiben. Boxcars nehmen wir hier uns einfach. Man sieht hier zum Beispiel so ausgegraute Wagen, die würden einfach im Standard Game Design, also im Run 8 Design auftauchen, die farbig sind. Da hat man dann tatsächlich auch eine schöne Livery mit zu. Wir nehmen jetzt einfach die. Da brauchen wir 5 Stück, was jetzt ein bisschen nervig ist. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann brauchen wir Center Beams. Da haben wir jetzt natürlich keine. Macht aber nichts. Wir nehmen jetzt hier 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Man sieht sie trotzdem. Sie sind halt einfach nicht schön designt. Dann gehen wir auf Place Train, setzen uns den hier hin. Und dann sehen wir, da ist unser Schmuckstück. Wir haben hier hinten unsere 4 Wagen für die 84er Lumber und dann für die Soul Light unsere 5 Wagen. Kennt ihr den National Design und hier hinten unschön Run 8 Western. Man kann sich die Lackierung hier dann tatsächlich auch kaufen, kosten zwischen 8 und 20 Dollar, je nachdem, wenn man das möchte, kann man das gerne tun, ist aber nicht verpflichtend. Ich mische das dann tatsächlich, weil dann sehe ich auch die Unterschiede, welche Wagen wohin müssen. Das Tutorial befasst sich heute nicht damit, wie man diese Lokomotiven startet. Das müsste man in einem eigenständigen Video machen. Deswegen gehen wir einfach mit Linksklick auf die Lok und starten die Loks einmal automatisch. Gehen auf die hintere und starten M, U, C, B, E, O, T und A, B. Dann gehen wir hier unten auf den Tagger. Der ist nicht uninteressant, weil dieser Autodispatcher möchte ja wissen, was wir vorhaben. Auf A753 ist unser jetziger Zug. Dann tun wir einfach, na, mit Shift und Linksklick die ersten Wagen hier markieren und tragen die auf AMS ein. Und diese Wagen kommen auf 84L. Und somit ist dieser Zug im Endeffekt erledigt. Außer, dass wir diesen hier noch füllen müssen. Und wir sehen, wir haben jetzt, okay, doch ein bisschen weniger Horsepower per Ton, sind 8. Vollkommen ausreichend. Wir haben 4 beladene und 5 nicht beladene Wagen. Wir dürfen 50 Meilen die Stunde fahren, wiegen 746 Tonnen, 706 Fuß lang durch 3, lass es 200 noch was Meter sein. Also für die USA heute mal easy peasy. Dann können wir uns mit Steuerung F8, wenn wir das zweimal drücken, sehen wir dann auch später, wo wir hin müssen. Sollte man sich vielleicht anlassen, macht Sinn. Dann können wir mit Steuerung in F11 auf die Lok gehen. Ein bisschen weg. F5 lösen wir die Handbremse, legen den Vorwärtsgang ein und werfen hier hinten mal einen Blick drauf, ob der Schalter auf Run steht. Das tut er. Tut er es nicht, fährt die Lok definitiv nicht. Dann können wir in der Zwischenzeit uns den Dispatcher holen. Der weiß zwar nicht, was er mit uns machen soll, aber vollkommen egal. So. Request Signal. Der wird uns jetzt gleich sagen, was wir zu tun haben. Ups, das war die falsche Taste. Okidoki. Sprich, er weiß, dass wir da sind. Wir müssen jetzt erstmal vor bis zum nächsten Signal rollen. Stellen wir den Channel um. Findet man auf der Karte, das ist hier auf der Strecke meistens die 14, wenn das nimmt. Und dann können wir eigentlich auch schon losrollern. Lässt sich hier easy übers Numpad steuern. Also von daher sollten wir da keine Bauchschmerzen bei haben.
So, dann lassen wir den Zug kurz rollen. Man kann hier durch die Wagen durchgehen, kann man halten von was man möchte. Aber es ist immer sinnvoll, die Weichen, die man verdreht, wieder zurückzudrehen. Ansonsten tut sich der Autodispatcher und das gesamte Spiel, sprich die KI-Züge, die hier verkehren, ziemlich schwer mit dem, was ihr da treibt. Weil sich das leider nicht automatisch zurückstellen lässt, ist ja eine handgestellte Weiche. Dann gehen wir mit Steuerung F11 wieder vorne auf den Bock. So, wir haben da vorne ist ein Fahrtbegriff. Das können wir hier so relativ easy auschecken. A753 hier oben in der Ecke, das sind wir und wir haben quasi freie Fahrt. Wir werden jetzt hier kurz hinter abliefern und hier irgendwo werden wir abliefern. Demnach brauchen wir jetzt gar nicht so schnell fahren, weil wir unseren ersten Wagen gleich wieder abwerfen werden, nämlich bei der 48 oder 84 Lampe. Kannst halten wie Dachdecker. Mein Englisch ist One Wall Free, würde man dazu sagen. Im Zuge dessen gibt es auch nicht sonderlich viel zu erzählen. Man fährt hier jetzt erstmal einfach nur. Und ja, auch wenn dort ein rotes ist, darunter ist ein grünes, das heißt, wir dürfen mit Restriktion drüber fahren. Das müsste sich irgendwo 35, 40 Meilen hinauslaufen. Dann müsste ich jetzt aufs Signalblatt schauen. Es trifft uns eh nicht so hart, weil wir gleich wieder anhalten werden. Das Signalregelwerk findet man tatsächlich für alle gängigen Bahnlinien, die in Run 8 bespielt werden. Auch auf der Depot-Community-Seite. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, dann tue ich das dann unten in die Videobeschreibung einmal rein verlinken. Und dann könnt ihr euch da quasi sämtliche Infos ziehen. Und so wie wir das hier machen, funktioniert das natürlich auch im normalen Base-Game. Man braucht jetzt dafür nicht unbedingt die CSXA-Line, so wie den Waycross Yard, auf dem ich gerade unterwegs bin. Weil das sind wieder DLCs, die kosten 40 Euro oder 37 noch was, 40 Dollar. Man sollte ja erstmal Gefallen an dem Spiel finden, bevor man sagt, man kauft dort Content dazu. Weil man im Basisspiel schon sehr viel geboten kriegt. Jetzt müssen wir darauf achten. Wir sehen, wir fahren jetzt hier vorne gleich auf das Hauptgleis wieder drauf. Und dann ist dahinter gleich so eine Abfahrt hinter diesem Bütchen. Da müssen wir rein. Das werden wir jetzt natürlich dann noch tun und dann fahren wir weiter zur nächsten Industrie, geben dort auch ab. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, brauchen wir nur kurz eine Uhr drehen und dann sehen wir, dass die Wagen bereit sind, um zurückzufahren. Was wir aber im Zuge des Tutorials nicht machen werden, da ich sonst relativ aufwendig wieder diese Abkürzungen recherchieren müsste, wenn es jetzt nicht ausgerechnet der Waycross Yard ist, aber zudem haben wir eine etwas längere Anfahrt. Der dürfte sich so auf 20, 30 Minuten belaufen, deswegen lassen wir das einfach. Weil was ihr hier seht, von hier unten bis da oben rein sind 120 Meilen. Mit den Güterzügen kommt man mit roundabout 50 Meilen die Stunde über die Karte. Was meistens nicht funktioniert, da man hier nicht alleine ist, sondern der KI-Verkehr einem nochmal einen Strich durch die Rechnung macht. Dementsprechend kann man da durchaus mit 2,5-3 Stunden Fahrzeit rechnen. So, zack. Dann bringen wir unser Gefährt hier so langsam zum Stehen. Weil wir genau hier in diesen Anschluss rein müssen. So.
Dann schauen wir einmal, dass wir hier uns dranhängen. Es hat funktioniert. Mit der Taste E kann man sich hier an die Leitern dranhängen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Lösen einmal die Bremse wieder. Genau, jetzt haben wir hier 6,55. Das seht ihr gerade bei 6,25,2 ist die Abfahrt. Also man hat da so ein paar Meter dahinter. So, hier oben seht ihr jetzt, der Dispatcher hat erkannt, dass wir jetzt von der Strecke runter wollen. Wir sollen uns einfach melden, wenn wir wieder da sind. Der rechnet jetzt erstmal nicht mehr mit uns. Und da uns hier irgendwann auch wieder Züge entgegenkommen, und zwar da, sollten wir uns vielleicht auch ein bisschen beeilen, dass wir auf die Hauptbahn wieder zurückkommen, sonst warten wir ewig, bis da zwei Züge durch sind. Bremsen wir schon mal ein kleines Stück runter. Was natürlich schade ist, dass sie hier grafisch an gewissen Punkten gespart haben. Ja, wenn man jetzt sieht, die Industrie ist quasi nachträglich hinzugefügt. Hier war vorher einfach nur das Gleis auf der Wiese. Hätte man sich für das Geld schon ein bisschen mehr Mühe geben können, aber psch, das habe ich euch nicht gesagt. Finde ich genauso ärgerlich wie ihr wahrscheinlich. So, mit F12 können wir uns hier wieder abbappeln. Und dann hoffe ich, dass das so reicht. Dann werden wir unseren End of Train hier entfernen. Dazu müssen wir die Angel Clock, also die Luftleitung, schließen. Entfernen das Gerät. Und werden hier einmal auf partiell stellen. Hier werden wir schließen. So, das sollte soweit hinhauen. Da ist geschlossen. Dann machen wir hier natürlich das Ding auf zu. Wir legen einmal kurz den Vorwärtsgang ein, lösen sämtliche Bremsen. Und dann werden wir hier wieder unseren End of Train anbringen, machen das Luftding auf. Und da uns nichts daran hindert, wieder in das Hauptgleis zurückzufahren. Wir sehen das hier an diesem Punkt, an diesem Lila. Denn da steht nämlich eine Handweiche in einen Anschluss. Können wir die Wagen ja tatsächlich auch einfach stehen lassen. Wir tun da niemandem was. Dann fahren wir einmal weiter hier vorne hin nach Solight. Und verkrümeln uns auf den Führerstand mit Steuerung F11. Und dann können wir hier schon wieder Gas geben. So, wie ihr seht, wir sind wieder auf der Strecke. Wir geben einfach dem Dispatcher Bescheid, dass wir wieder da sind. Und er hat meinen Channel wieder rausgekloppt. So, ne? 64, 98, KM at the next control point. Das sind wir. Sprich, am nächsten Signal müssen wir ihn dann nochmal anschreien. Das ist jetzt auch ein kleines Stück Fahrerei, sprich, wir haben jetzt alle Zeit der Welt, uns der nächsten und in diesem Fall auch letzten Industrie zu nähern. Natürlich fahre ich jetzt hier ein bisschen dolle schnell. Ich denke mal, mit 40 Meilen sollte das passen. Wir müssen nur darauf achten, weil wir haben hier nämlich keine Fahrstraße, dass wir rechtzeitig zum Stehen kommen. Findet der Fahrdienst halt übrigens
nicht witzig. Es passiert zwar nichts, aber der dumme Spruch hier oben im Chat ist vorprogrammiert. Und wie wir sehen, das geht eigentlich ganz gut. Und das Beste hier an dieser Lok ist natürlich der Sound. Also, ne, auch wenn das grafisch hier nicht viel zu bieten hat, das Spiel, sexy hört sich's an. Und das ist, jetzt muss ich selber schauen, welche Lok. Eine GB40 im CSX-Design. Die Lok ist Vanilla nicht im Spiel, das muss man sich dann separat erwerben, wenn man das unbedingt möchte. Mir ging es so drum, weil ich auf der CXX-Linie unterwegs bin und es gibt im Vanilla-Spiel nur eine Lok in diesem Design. Deswegen war das nur eine Frage der Zeit, bis mir eben diese Lok in den Einkaufswagen gefallen ist. Wir schauen in der Zwischenzeit, in weiter Fahrt haben wir noch keine. So, hier vorne waren die 40 angeschlagen an diesem kleinen gelben Schild, deswegen werden wir uns da auch in diese Richtung bewegen. Sieht man auch auf den Detailkarten, da sind sämtliche Geschwindigkeiten eingezeichnet. Die, wenn das Signal nichts anderes vorgibt, was hier an der Strecke ist, einzuhalten ist. Jetzt können wir hier nämlich nochmal gucken. Hier sind dann nämlich 60 Meilen wieder erlaubt. Ist nur die Frage, ob das so intelligent ist, hier hochzugehen. Da wird es irgendwann mal. Oh! Wir dürfen. Wir dürfen. Wir haben hier ein grünes Licht. Machen wir das auch. Es ist halt nur interessant, im Endeffekt der Block hier noch nicht gestellt ist. Hier kann das dann sein, dass wir dann händisch eingreifen müssen. Das erkläre ich euch auch. Weil der KI-Stellwerker primär erstmal nur grob weiß, wo ihr hin wollt, die Himmelsrichtung. Mehr kann der nicht, den Rest müsst ihr selber drauf achten. Und bei mir in meinen ersten Run-Versuchen schon zu Umfahrungen, Umwegen. Man kann es halten, wie ein Dachdecker von 60 Meilen bedeutet, wenn man den ganzen Quark dann wieder zurück musste. Kann man durchaus vermeiden. Deswegen ein zweiter Bildschirm ist bei diesem Spiel mehr als zu empfehlen, weil dann kann man sich nämlich das Kartenmaterial, welches halt eben bei der Pokémon-Unity zur Verfügung gestellt wird, parallel mitlaufen lassen, weil hier im Spiel, ihr seht nicht viel. Da sind nur die nötigste Information, du siehst nur die Mainline, die ganzen Industrien hier an die Seite weg, fallen da gar nicht auf. Macht das Sinn, dann nebenbei bei der Karte mitzuscrollen. Das ist auch gar nicht so schwierig, da auf einer A4-Seite dann doch recht viele Meilen abgebildet sind. Und spätestens, wenn ihr hier zum Beispiel im Raycross Yard arbeiten wollt, dann macht das Sinn, nebenbei auf die Karte zu gucken. Wie genau dieser Raycross Yard funktioniert, werde ich euch auch nochmal separat zeigen. Dort gibt es nämlich eine interessante Funktion. Die Hump Yards, also Ablaufberge. Habe ich jetzt soweit getestet, die sind voll funktionsfähig. Eine sehr interessante Angelegenheit. Die werden wir uns dann in einem separaten Video einfach mal anschauen.
Falls ich irgendwelche Fragen nicht beantwortet habe oder Fragen aufkommen, dürft ihr natürlich gerne einen Kommentar verfassen. Werde ich versuchen, Unklarheiten zu beseitigen. Oder wenn ich jetzt irgendwelchen Quark erzählt habe, der aus purer Unwissenheit basiert, dann dürft ihr auch gerne darauf hinweisen, dann kann ich das für mich persönlich korrigieren. Und natürlich dann auch berichtigen. Weil dieses Spiel, also Run 8 selbst, ist eine ewige Lernkurve. Das Forum ist groß, größer am größten. Es gibt extrem viele Guides, also das macht schon Sinn, sich hier vorher intensivst einzulesen, wie alles funktioniert. Und ich versuche euch das so möglichst in halbwegs humanen Videos aufzuarbeiten. Was schon wieder ein bisschen schwierig ist, sehe ich gerade. Wenn wir jetzt schon wieder bei einer halben Stunde sind. Und für die, die Run 8 schon haben und nicht wissen, was sie da tun sollen, ne? Also ihr seht schon, die A-Line, die ist schon schön. Weil für die, die im Base-Game, ihr kennt diese Wüste, da hätte man sich echt mehr Mühe geben können vom Design. Ich glaube, da sind uns alle einig. Ja, das Schöne ist, ne, in den USA ist man sehr viel am Pfeifen, am Hupen. Das Schöne ist es, wenn ihr unten in Orlando seid. Da fahrt ihr dann quasi durch Orlando, also die, das ist eine Großstadt. Einmal Wegkommando auf Amerikanisch. So, ich würde Signale geben, also das Pfeifen gibt es hier dann auch gewisse Regelwerke, wie das zu tun ist. Ich bin ehrlich, habe ich noch nicht alle gelesen. Er steht ja ein bisschen mutig, ne? Wir sehen das nicht. Upsala, jetzt haben wir fast wieder ein bisschen zu schnell zurückgeschaut, ne? So, wir nähern uns dem Ziel. Mein Plan war, das Video auf eine halbe Stunde zu kürzen. Ich werde es aber auch nicht schneiden, weil ich zwischendurch schon wieder so viel Quark erzählt habe. Das wäre ein bisschen zusammenhanglos wahrscheinlich. Und ich bin jetzt auch nicht so der professionelle Videomacher. Falls es jemandem nicht aufgefallen ist. Genau, wir sind hier oben, ne? Darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt so den Block vor uns und dann gehen wir hier auf die Seiten. Da werden wir höchstwahrscheinlich der KI kurz die Kontrolle entziehen müssen. Wir können uns jetzt gerne dann gleich mal so ein bisschen puren Motorsound geben. Also die machen sich schon schön, die Loks, ne? Also angenehmes Dröhnen.
So, wir fahren auf ein heilzeigendes Signal auf. Also perfektes Timing. Irgendwie habe ich mir die Perspektive gerade ein bisschen verkloppt. So, jetzt sollte es wieder normal aussehen. Hoffe ich zumindest. So, schon besser, glaube ich. So, dann fahren wir jetzt nämlich an den Punkt, wo wir mit F1 den Autodispatcher ausmachen. Hier einmal eingreifen. Beim Invalid Routing, was möchten Sie denn von mir? Ich muss aber da lang. Dann müssen wir das wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Weil wenn wir jetzt nämlich klassisch auf unsere Karte gucken, ist hier einmal, wir fahren hier so rein und müssen dann rückwärts dort rein. Da führt kein Weg dran vorbei. Schauen wir mal, vielleicht lässt er uns ja da rein. Ich glaube es aber nicht. Ja, er zieht es wieder runter. In der Proceed at Signal Indication heißt, na, handeln nach Signal. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen komplizierter. Geplant war das natürlich etwas anders. Aber sei es drum. Und wie ihr seht, unsere letzte Industrie ist hier tatsächlich in Solai. Der würde uns aber wahrscheinlich bis Raycross durchschicken. Genau, dann können wir das nämlich hier alles zurückwachsen. Ich glaube, ich weiß, woran es lag. Weil hier nämlich die Weiche gestellt ist. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie viel Umweg wir da jetzt machen. Naja, 9852 Feet. Roundabout 3 Kilometer Umweg. Hoffen wir, dass er uns jetzt so rückwärts reinlässt. Genau, hier vorne laufen die wieder zusammen. Wir probieren es dann einfach, ob uns der Rückwärts reinlässt. Ansonsten wird das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger.
So, wir bremsen mit der dynamischen Bremse den Zug ein bisschen ab. Da auch hier die Achsen erhitzen können und am Detektor bekommt man die Aufforderung anzuhalten. Sollte jetzt auf dem kleinen Stückchen hier kein großes Problem darstellen. Aber dennoch. Hops mal hier kurz runter. Beobachten das hier, ob wir jetzt hier unsere Einfahrt kriegen, so wie ich mir das vorstelle. Das drücken wir F1, machen den Dispatcher aus. Genau, so, jetzt lässt er uns auch rein. Genau, die Weiche ist gestellt, dann kann der Dispatcher gerne sein Handling wieder haben. Dauert jetzt ein bisschen, bis wir das alles gelöst haben. Dann legen wir den Rückwärtsgang ein. Und dann sollte das dann hinhauen. Genau, jetzt haben wir unser Routing wieder verloren. Wir sollen uns halt wieder melden, wenn wir wieder startklar sind. Shame on you, just run a red absolute Signal. Meiner Meinung nach war hier ein Fahrtbegriff, Kollege. Aber egal. Also man sieht, ne, der wird da oben frech. Ich werde es ja nachher im Video sehen, ob wirklich ein Fahrbegriff vorhanden war oder nicht. So, hier vorne sollte dann unsere Abfahrt kommen, da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass wir die auch treffen. So, dann hupst du ja ein bisschen immer dumm. Können wir da vorne das Weichengewicht schon erkennen? Nicht wirklich, gell?
Aber das wird jetzt ein bisschen umständlicher, dem das zu erklären. Dann müssen wir eben echte Kontrolle weglassen. So, dann hopsen wir hier mit Shift F12 runter in den Flight Mode. Upsala, das sollte natürlich nicht passieren. Genau, wir können hier schon abbiegen. Das war rotes, weiße Licht. Theoretisch sollten wir jetzt keinen Ärger dafür kriegen. Theoretisch. Jetzt haben wir natürlich einen Haufen Ärger, ne? Weil die Züge überall anhalten. Seine Meinung auch noch nicht geändert. Sehr schön. So, dann werden wir hier vorne abspringen. Und den Zug hier gemütlich reinrollern lassen. Genau, jetzt ist es auch rot. Nicht weiter hier für Verwirrung zu stiften, legen wir die Weiche natürlich wieder zurück. Jetzt müssen wir noch gucken, wie weit wir hier müssen. Okay. Dann kann es hier ja normal weitergehen. Wir sind aus den Augen, aus der Welt. So, wir sind jetzt roundabout knapp eine Stunde hier nur an zwei Lieferungen. Diese Züge haben 6, 7, 8 Teile im Schnitt, also könnt ihr durchaus, wenn es zeitintensiv möchte und so komplette Züge fahren wollt, seid ihr bei Run 8 definitiv richtig. Wollt ihr so ein bisschen abgespeckt arbeiten, dann geht das natürlich auch, indem ihr einfach schlichtweg nicht alle Industrien mitnehmt. Und ihr müsst auch nicht diese Lokalzüge fahren, ihr könnt ganz normale Güterzüge von A nach B natürlich auch transportieren. Ohne das Geraffel, sage ich es jetzt einfach mal so. Entweder vorgefertigte oder eben eigenständig. So, der ist gelb, das heißt, wir kriegen den jetzt nicht auseinander. Dann fahren wir hier einfach ein Stück ran. Dann ist er weiß, dann funktioniert es wieder. So, den machen wir partiell, den schließen wir und dann gehen wir hier auf. Zack, sind die Ohren wieder frei. Schließen wir das. Und dann können wir mit dem Vorwärtsgang quasi einmal weg. Und wird jetzt hier hinten der End of Train wieder drankommen. Jetzt ist der Punkt, jetzt sehen wir, ob wir es wirklich richtig gemacht haben.
wir gehen jetzt einfach mal ein paar Tage vor. Sprich einen Tag. Ihr seht, no take, der Wagen ist abgeladen. Der muss halt einfach schlichtweg nirgends hin. Weiß gar nicht, ob jetzt mit noch einem Tag. Nein, die bleiben einfach so. Also ihr seht's, ne? Der Tag hat sich verändert, die Wagen sind abgeladen und dementsprechend ist das Ziel erfüllt. Man könnte das jetzt theoretisch noch einstellen, wenn die abgeladen sind, wo die wieder hingehen. Und dann kann man das ganze Geraffel hinterher wieder einsammeln. Das liegt dann ganz an euren Konfigurationen. Aber wir haben es geschafft, statt 30 Minuten 51 Minuten zu brauchen. Herzlich willkommen bei Run 8. Ich hoffe, ich habe euch, wie gesagt, alles richtig erklärt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ich werde mich demnächst hinsetzen und euch erklären, wie ein Hump-Yard, also ein Ablaufberg, funktioniert. Und dann werden so die einzelnen Lokomotiven, wie man die mit Knöpfen startet, auch noch erklären. Es ist keine große Kunst. Es ist, wenn man 3 oder 4 Lokomotiven hat, ein bisschen müßig. Ne? Deswegen ist das eigentlich so gängig, dass man das über das Klickmenü macht. Ansonsten scheut euch nicht, unten eine Frage reinzuhauen, falls irgendwas unklar ist. Ich versuche euch jetzt noch hinterher einmal die Depot-Community zu verlinken, wo ihr Karten, Zugnummern etc. pp. Herkriegt, aber auch schon eine fertige Konfigurationsdatei für die Industrien, sodass ihr euch damit nicht selbst befassen müsst, weil das ein ziemliches Geraffel ist. Die Industrien findet ihr, ne? Wie gesagt, Steuerung I, und es gibt viele. Und es sind nicht alle, die auf der Karte sind. Einige müssen dann tatsächlich noch erzeugt werden, also von daher. Nicht? Machen wir unsere Loks einmal aus. So einfach geht das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ne? Daumen nach oben, Abo, was auch immer, kostet alles nichts. Wie gesagt, ich bin kein professioneller Videomacher. Ich probiere es einfach nur. Aber man findet mich auch auf Twitch. Na? Live. Da geht es genauso chaotisch zu wie in diesem Video. Dann schön, dass ihr dabei wart. Ne? Bis zum nächsten Video. Ciao, Kakao. Hier bei Desolatio Lupus.